Ich bin Goran, Sakristan vom Bruder Klaus. Ich komme aus Kroatien. Ich rede etwas von unserem Land, was ist für Weihnachten und der Adventszeit. Ich bin Anton Tunic, Sakristan vom Katholischen Kirche Guthirt Ostermundigen. Ich komme aus Kroatien. In Adventszeit immer vorbereitet 4 Kerzen. Das verzündet jede Kerze jeden Sonntag. Und Heilige Lucia, 13. Dezember, ich vorbereite Weizen und für Deko, für Tisch. Und nachher um 24. am Abend alle 3 Kerzen zündet für alle 3 Heiligen. Und das Hauptgebet am Abend und 25. Morgengebet zusammen mit Familien. Am 24. Dezember fordert es für alle Familiengehörigen eine Erdbehrung. Bis am Abend zum Gottesdienst wird nämlich gefastet. Nach dem Gottesdienst beginnt die Feier in der Familie. Gemeinsam beten wir mit dem Kinder einen Rosenkranz. Anschließend begeben wir uns an einen mit Wein, Früchte, verschiedene Süßigkeiten für Kinder und selbstgemachtem Brot, bedeckte Tisch und danken gemeinsam Gott für das bald zu Erde gehende Jahr. Von allen bedanken wir uns am Gott für gute Gesundheit, für interessante Stelle, für die gute Note für Kinder in der Schule und bitten wir Gott, dass niemand vergesse vom ganzen Welt, dass alle Leute genug hat zum Essen und zum Trinken. Als Gabe aller den Familiengehörigen danach einen Geldbetrag legen wir am Brot auf dem Tisch. Dieses Geld bringen wir in den Krippenkasse beim Heiligen Abend. Und das geht nachher für Kinderspital Bethlehem. Am darauffolgenden Tag, dem Weihnachtstag, treffen sie Familie wieder in der Gottesdienst für eine heilige Messe. Nach dem Gottesdienst beginnen wir mit dem Feier, mit einem feinen Essen. Meistens machen wir etwas Kroatisches. Und Fest beginnt mit den Geschenken und mit Freunden zusammen zum Feiern. Želimo vam blagoslovljen Božić i sretnu 2018. godinu. Sretan Božić, želim vam svima i blagoslovljenu 2018. godinu. Wir wünschen euch ganz schöne Weihnachten und alles Gute im 2018.